Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021. Ja, wir haben einen hoffentlich kleinen Auftrag. Bremsflüssigkeit wechseln, Kühlflüssigkeit wechseln, passt. Das kriegen wir hin. So. Die saugen wir ab. Kühlflüssigkeit war dann noch. Saugen wir auch ab. So. Machen wir die neu. Kriegen wir vielleicht das nötige Kleingeld schon, um den anderen dann fertig zu machen. Sobald der fertig ist, ist das Thema ja auch durch. Mit dem Geldmangel. Nein, was mache ich denn? Zum Glück war das schon abgelassen. Da muss ich natürlich draufklicken. Nur dort. So. Müsste es gewesen sein. Beides erledigt. Sehr gut. Auftrag beenden. 896. Das reicht noch nicht. Bremseinrichtung muss repariert werden. Sonstige Aufgaben. Nehmen wir mal an. Klingt auch nicht so teuer. Gucken wir mal. Müssen uns gerade ein bisschen durchreparieren. Wie gesagt, draußen der ist ein bisschen das Problem. So, sonstige Aufgaben. Was haben wir denn da? Bremsflüssigkeit nachfüllen, Servolenkungsflüssigkeit nachfüllen, Wischerflüssigkeit nachfüllen. Das kriegen wir hin. Nachfüllen schaffen wir. Da sehe ich schon, das Hydroaggregat ist wieder hops. Hoffentlich liegt das finanziell alles im Rahmen. Sind beide Teile, die sind teuer. Die sind teuer. Servo war doch noch, oder? Wo sind die? Da. Da fehlt auch. So, das haben wir zumindest mal erledigt. Das müssen wir abbauen. Da sehe ich schon wieder ein kleines finanzielles Problem auf uns zukommen. Das da könnte ich mir leisten, das da nicht. Da kriegen wir halt auch nicht mehr viel für. Ich guck grad mal, ob ich für unseren... Aber ich fürchte, wir müssen uns doch von dem guten Stück trennen. Gucken wir mal, was wir für die Sachen noch kriegen würden. So, das wären 13. 52, 17, 8. Nicht wirklich. Nicht wirklich.
Hoppala. So, jetzt haben wir das Nummernschild, fehlt noch. Ja, da müssen wir uns doch von dem guten Fahrzeug trennen. Wie viel kriegen wir denn dafür? Ja, auf jeden Fall genug, 6000, ne? Haben wir einen Gewinn von minus 915 gemacht. Geht leider nicht anders. Jetzt können wir den auch fertigstellen. Türkotflügel brauchten wir noch. So, Tür rechts. Kotflügel rechts. Und Stoßstange hinten. Ja, das war ein richtig teurer Auftrag. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass der so teuer ist. So. Aber gut. Jetzt wissen wir, dass wir eindeutig noch mehr Geld brauchen, bevor wir wieder auf den Schrottplatz gehen. So, machen wir noch ein bisschen Innenpflege, oder? Da müsste soweit alles fertig sein. Das sieht gut aus. Vorderes Nummernschild haben wir noch nicht. Rest ist aber fertig. Habe ich ein vorderes Nummernschild? Nein. Dann besorgen wir uns gerade eins. Nummernschilder. Kriegst ein weißes. So. Dann machen wir aber jetzt noch, weil es ein guter Kumpel von uns ist, fahren wir nochmal, machen wir ein bisschen Innenraumpflege noch. So, besser. Und dann können wir den Quark, ich will den nicht. Ich will den Auftrag fertig beenden. Fertig beenden, genau. So, jetzt haben wir richtig Geld gemacht. 29. Jetzt können wir aber da auf den Schrottplatz gehen. Also jetzt müsste das ja drin sein, dass wir tatsächlich endlich mal wir gehen mal auf den Schrottplatz. Ich will noch mal gucken. Ich will einfach noch mal gucken. Auktionshaus brauchen wir noch mehr, da brauchen wir Scheune, da freue ich mich schon drauf, wenn wir die Scheunenfunde machen können. Ich will endlich ein Fahrzeug haben, was wir auch mal bei Gelegenheit dann fertig machen können. Einfach, dass wir eins haben und ich will das nicht immer wieder verkaufen müssen. Aber jetzt haben wir so viel Geld gemacht, also wenn wir dann da nochmal zu wenig haben, dann weiß ich es auch nicht. So, was haben wir denn da? Das wäre einmal. Ja. Was sollte Spaß denn kosten? Was auf jeden Fall mal machen können. Inspektionsmodus, ihr wisst ja. Bringt ein bisschen Geld. Nee. Nicht Geld, aber Erfahrungspunkte. 650 haben wir, 900 brauchen wir. Dass wir allein Level 9 kriegen. Das ist nicht viel. Und dann brauchen wir noch Level 10 unbedingt. Und ab dann können wir auch tatsächlich mal die Scheunenfunde machen. Aber bis dahin. Ja, also kaufen werde ich mir den hier nicht. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Punkte machen.
Einfach, dass wir da noch ein bisschen unseren 900 näher kommen. Weil der gefällt mir optisch einfach auch nicht so. Deshalb. So. Der ist optisch auch nicht so mein Fall. Ist dann halt eher schon so. Oh, was ist das für einer? Kleine Rennsemmel, aber auch nicht so das, was ich gerne hätte. Nicht das, was mir so vorschwebt. Und wer sich denkt, warum ist der jetzt schon wieder auf dem Schrottplatz, der lernt es ja wohl nie richtig. Schrott brauchen wir noch keinen, den können wir noch nicht fertig machen. Auch nicht so meins. Der hier wäre schon eher, aber den können wir nicht kaufen. Hier ist auch keiner. Die Plätze haben sich irgendwie geändert, ne? Das ist so ein... Der da wäre interessant, aber der hier... Jetzt nicht so. Ah, der? Der wäre gar nicht mal uninteressant. Der wäre eine Option. Muss ich sagen. So, natürlich bräuchten wir dann die zweite Hebebühne, ne? Dass wir den da draufstellen können und immer mal wieder weiterbauen können. Aber... Motoraufhängung müsste doch auch da gehen, genau. Also der hier wäre eine Option. Ich muss mal gucken, was der kosten soll, der Spaß. Wenn es 18.000 sind, dann wäre es natürlich schon wieder schwierig. Dann kommt wieder ein so ein Story-Auftrag, wie jetzt gerade. Und wir haben ein Problem. So, was soll der Spaß? Ein Chevy, ein Edgewood Hellcat. 11.000. Also knappe 12.000, also vielleicht. Gucken wir mal, was hier noch rumsteht. Ich wollte schon sagen, rumfährt, aber hier fährt, glaube ich, nichts mehr. Ist auch wieder so ein neuer. Oh, der wäre herrlich. Ist auch so ein neuer. Die will ich nicht. Also ich glaube, hier wäre das tatsächlich der einzige jetzt, ne? Da ist auch so ein neuer wieder. Den will ich auch nicht. Also besonders tolle Angebote haben wir hier heute nicht, muss ich sagen. Was die alten Fahrzeuge angeht. Ja, da wäre der Hellcat wohl der einzige. Anderes Fahrzeug haben wir hier nicht. Nope. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir den Hellcat mit. Ups, hier ging es durch, ne? Nehmen wir den Hellcat mit, weil da kommt, also da zumindest eine ordentlich Leistung. Der ist nicht so meins. Den können wir nicht. Dann nehmen wir den mit. Garage natürlich. So.
Ja, ich will ohne Teile gehen. Wir haben ein Auto gekauft, das reicht doch. Und dann gucken wir mal, ne? Was wir als nächsten Auftrag machen können. So, was haben wir denn? So, Servus, hallo. Naja. Ich habe das Auto von meinem Vater ausgeliehen. Ich weiß es noch nicht, er weiß es noch nicht, weil er auf Geschäftsreise ist. Und wie du siehst, ist etwas passiert, als ich nach Hause gefahren bin. Und etwas ist plötzlich vor dem Auto aufgetaucht. Ich bin sehr langsam gefahren. Ganz ehrlich, dennoch konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen und das Ergebnis steht jetzt vor dir. Das Auto wurde ein bisschen herumgeworfen, aber es kann nicht so schlimm sein, oder doch? Mach bitte alles, was erforderlich ist, um die Spuren zu beseitigen. Mein Vater wird es mir nie verzeihen, wenn er merkt, dass ich mit seinem Schmuckstück herumgespielt habe. Es ist ein geliebtes Auto. Bitte mach's so schnell wie möglich. Okay. Wir lackieren. Ich kann noch nicht lackieren. Können wir noch nicht machen. Wir müssen warten, bis wir die Lackieranlage kaufen können. Wechsel das Öl und den Ölfilter. Prüfe Ölfilter. Defekte Teile der Aufhängung. Repariere den Motor, das machen wir mal. Oh, schickes Auto. Bewegen wir es mal auf die Bühne und gucken mal, ne? So. Auspuff muss repariert werden, Motor muss repariert werden. Alla. Haben wir schon eine Liste? Ne, wir müssen erst Teile finden. Der Cut muss neu, okay. Aber hier. Oh, hier, aber wir haben 16.000, fast 17.000. Das sollte eigentlich ausreichen, dass wir ja, den Auftrag machen können. Story-Auftrag wird schwierig, weil ich kann noch nicht lackieren. Ich habe noch keine Lackieranlage. So, Cut, Eco-Typ, Zündkerze. Eine Zündkerze, okay. Machen wir mal weitere Diagnose. Kompression springt nicht an. Batterie leer. Ne, die ist bei 90%. Das ist der Anlasserfritte. Sie, Anlasser ist kaputt. Zugang von der Hebebühne, okay. Mussten wir eigentlich Ölwechsel machen? Kann mal gucken. Nö, Ölwechsel war nicht die Rede von Cut. So. Und der Anlasser. So, dann haben wir schon mal zwei Teile. Oh, ich habe eine Kiste gekriegt. Den können wir verkaufen. Oh, die kann ich vielleicht nochmal aufreparieren, sehe ich gerade. Stimmt. So, Anlasser, Cut. Tablet. Anlasser. Das brauchen wir nicht, aber den brauchen wir. Und den Cut brauchen wir ja auch noch. Cut müsste ich hier kriegen, ne? Genau. So, wir haben ja genug Geld. Sollten wir eigentlich genug haben, dass wir hier nicht wieder in finanzielle Not kommen. Haben wir schon zweimal unser schönes Schrottauto verkaufen müssen, weil beide Male uns das Geld ausgegangen ist. So, jetzt können wir Diagnose weitermachen. Immer noch nicht.
Ich dachte, der Anlasser wäre das einzige Problem. Aber offenbar nicht. Ja, aber wie ich sehe, ist die Folge auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal mit dabei. Wenn wir dann hoffentlich herausfinden, was das Problem von dem guten Stück hier ist. Ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.